Ich heiße Olaf Zender, bin Jahrgang 1963, gebürtiger Mecklenburger. Ich lebe seit 1981 mit Abständen auf der Insel Rügen. Wohnhaft als Familie sind wir hier seit 1989. Wir sind Eltern von 7 Kindern zwischen 32 und 15 Jahren, die aber nur noch zum Teil hier bei uns leben. Ich wünsche mir gute Möglichkeiten für unsere Jugend, auch auf der Insel zu bleiben, das auch als lebenswert zu entdecken. Wir haben viel getan dafür, glaube ich. Wir sind zum Beispiel auch in einem Verein für Jugendarbeit, der Jugendring Rügen, der sehr viel für die jungen Leute tut, insbesondere aus benachteiligten Familien, um ihnen also adäquate Chancen einzuräumen, auch am Leben teilzuhaben, an den Möglichkeiten, die die neue Zeit bietet. In meinem Bereich ist das so, dass wir Freizeiten anbieten für Jungen, insbesondere zwischen 14 und 16 Jahren und mit den Outdoor-Touren unternehmen, Kanutouren, Kajaktouren, Fahrradtouren, auch ins Ausland, nach Schweden oder nach Polen. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir Angebote finden, ihnen das Leben hier auch wirklich lebenswert erscheinen zu lassen. Und nicht, dass Rügen eine Insel wird für Leute, die ihre Immobilienrechte sichern, ihre Interessen sichern und Leute, die dann halt nur noch hier zum Alterswohnsitz Rügen sich ausgesucht haben. Das ist auch wichtig und auch schön. Aber es ist nicht die Zukunft der Insel, glaube ich. Die Zukunft der Insel liegt tatsächlich bei unserer Jugend. Und das ist, glaube ich, ganz, das ist eigentlich überall so, aber hier, weil es eben eine Insellage ist, noch einmal ganz besonders etwas. Ja.